Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr dieses Checkerboard-Outfit bekommen könnt. Das Ganze ist ein Transfer-Glitch, das heißt, ihr werdet alle eure Outfits verlieren, bis auf ein Outfit. Zieht euch einfach das Outfit an, was ihr nicht verlieren wollt. Dann gehen wir auf Options, auf Online und von dort aus einmal in die Charakterauswahl. Als Charakterauswahl angekommen, müssen wir uns einmal einen zweiten weiblichen Charakter erstellen. Der muss auf dem zweiten Platz stehen, das ist ganz wichtig. Begeben uns dann mit dem weiblichen Charakter einmal zum Bekleidungsladen. Und hier fangen wir schon direkt an mit den Komponenten. Und zwar gehen wir einmal zu den Oberteilen, zu den Bikinis und kaufen uns einmal den schwarzen Bikini. Dann gehen wir nochmal in die Oberteile rein, zu den Lederjacken. Und dort kaufen wir uns auf Position 95 die schwarz gekürzte Bikerweste. Von dort aus gehen wir zu den Jeans und dort findet ihr auf Position 738 die schwarz gekürzte Jeans. Von dort aus geht es dann weiter zu den Schuhen. Wir gehen dann zu den hochhackigen Schuhen und dort findet ihr auf Position 42 die schwarzen Lackschuhe. Dann begeben wir uns einmal zu den Accessoires, dann zu den Handschuhen und auf Position 32 von 62 findet ihr die helle Waltan gepanzerten Handschuhe. Die kaufen wir uns einmal. Wir öffnen einmal jetzt in das Aktionsmenü, gehen auf Accessoires und dann guckt ihr mal, ob ihr irgendwelche Accessoires noch tragen solltet. Wenn, müsstet ihr auf jeden Fall ausziehen. Wir speichern das Outfit auf dem ersten Slot ab. Haben wir das dann gemacht. Öffnen das Aktionsmenü und beginnen einmal Selbstmord, um das Spiel abzuspeichern. So, wir gehen dann auf Options. Und von dort aus einmal in den Creator. Dort angekommen, gehen wir einmal auf Rennen. Erstelle ein Rennen auf Einführung, einfach mit X bestätigen. Sobald wir können, bewegen wir die Kamera mit dem rechten Analogstick. Gehen dann auf Options, auf Online und von dort aus in die Charakterauswahl. Sind wir in der Charakterauswahl angekommen, löschen wir einmal den zweiten Charakter. Sobald wir können, einfach dann mit Kreis auf zurückgehen, dann werden wir in den Story-Modus geladen. Und sind wir jetzt im Story-Modus angekommen, gehen wir auf Options, auf Online und starten eine Sitzung nur für Spieler mit Einladung. In dieser Sitzung angekommen, begeben wir uns einmal an die Kasse, speichern das Outfit einmal ab, was wir nicht verlieren wollen. Dann gehen wir nochmal an die Kasse, dann geht ihr zu den Anzügen und dort kauft ihr euch dann einen Motorradanzug. Welchen Motorradanzug ihr da kauft, ist völlig egal. Ich kaufe jetzt einfach den mit den schwarzen Handschuhen. Habt ihr das gemacht, dann können wir jetzt einmal den Merch-Job starten. Das ist eine G-Sache. Den Job werde ich euch in der Videobeschreibung auf jeden Fall verlinken. Den müsst ihr euch einmal markieren. So, im Jobmenü angekommen, gehen wir auf Kleidung. Kleidung auf gespeicherte Outfits wählen. Das ist ganz wichtig. Dann können wir den Job einmal starten. Und drücken dann einmal Steuerkreuz nach rechts. Ihr seht, dann haben wir schon das neue Outfit. Bestätigen. Sobald der Job startet, begeben wir uns einmal zu unserem Apartment. Gehen dann einmal zum Kleiderschrank. Speichern das Outfit ab. Den alten Slot, den könnt ihr dann auch dann löschen. Den brauchen wir dann nicht mehr. Und dann können wir den Job einfach übers Handy verlassen. In Open Lobby angekommen, werdet ihr sehen, dass ihr noch mit dem alten Outfit spawnt. Das ist überhaupt kein Problem. Ihr geht einfach ins Interaktionsmenü, bestätigt einmal das Outfit, was ihr gerade abgespeichert habt und ihr seht, ihr habt das Checkerboard-Outfit übernommen. Und das war es auf jeden Fall schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.